So, hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Kurze Frage, könnt ihr mich hören von der Lautstärke? Passt das? Super, das passt. Alex, du müsstest mich mal irgendwie zum Moderator machen. Habe ich schon. Ah, okay, super. Das ist ja toll. Klasse, klasse. Musik ist aus. Okay, da kommen jetzt ganz viele im Chat. Ach, das ist ja ein anderer Raum hier von der Technik, ne? Genau, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich schalte mal ganz kurz hier bei mir um, bin gleich da und starten wir. Und jetzt sind knapp 50 Personen hier, das ist super. Ich gebe euch nochmal so 2, 3 Minuten Zeit, ruft eure ganzen Teampartner an und dann starte ich, okay? So, dann würde ich sagen, wir starten. Herzlich willkommen auch von mir. Erstmal vielen Dank an Alex. Die Mikrofonprobe habe ich ja gemacht. Und erstmal super, Alex, klasse gemacht. Schon die Feedbacks gelesen hier. Und ja, jetzt wollen wir ja so ein bisschen in die Thematik nochmal reingehen, weil ja doch die eine oder andere Frage aufgetaucht ist. Ich muss mich jetzt mal kurz mit diesem Raum hier schlau machen, wie das geht. Aber ich glaube, das bekomme ich hin. Jetzt haben wir hier einige, die Hand heben, also sich melden. Klaus-Dieter Böck, jetzt weiß ich nicht, wann machst du? Ich kann dir die Sprecherlaubnis geben. Das mache ich jetzt mal, aber dann würde ich ganz gerne starten. Ja, wollen. Jetzt ist die Hand wieder weg. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich würde sagen, ich ignoriere das mal alles. Gib mir einfach mal die Chance, jetzt hier durchzuziehen. Jetzt kommen hier noch ganz viele Sachen im Chat. Ich zeichne es auf. Natürlich, klar, vielleicht da, dann lasst uns mal so einen Ablauf jetzt besprechen. Weil, ja genau, wir sind ja jetzt unter uns, es sind ja nur Partner, um Gottes Willen, sind ja heute hier Partner anwesend. Und ich möchte den Ablauf mal kurz mit euch besprechen. Weil das, was jetzt passiert, das ist ja etwas genau, was jeder für sich auch vermeiden sollte, wenn man ein Business aufbaut, nämlich dass alle durcheinander immer die gleichen Fragen stellen. Und ein Tipp von mir, das gerade im Network Marketing, um erfolgreich große Teams aufzubauen, und der eine oder andere hat das ja auch schon gemacht und manch einer ist ganz neu hier, im Riesen, ja, jetzt schon Aufbau, Informationen sollte man immer von oben nach unten weitergeben, diese Infos. Ne? Das heißt also, einige sind ja direkt mit uns vernetzt, bekommen die Infos und geben die weiter. Wenn ihr aber Fragen habt, sollte es immer von demjenigen, der jetzt die Frage hat, der sollte seinen Sponsor fragen. Jetzt gibt es die Prüfung. Weiß ich das? Weiß ich das nicht? Wenn er es weiß, beantwortet das. Alle sind happy. Weiß der Sponsor es nicht, können beide den anderen Sponsor fragen. Weiß der es? Antwort. Alle happy. Weiß es nicht, macht er sich schlau nach oben. Der Vorteil ist, alle lernen das gemeinsam. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass alle das gemeinsam lernen. Weil, wenn jetzt der die Frage hat, gleich zu uns kommt, dann ist das zwar alles schön, hat aber den uncharmanten Nachteil, er bekommt die Infos, die dazwischen vielleicht nicht, die für alle wichtig wären. Deswegen sollte man das gemeinsam tun. So, und so habe ich auch diese Gruppe von vornherein aufgebaut bei Facebook, dass diese Infos kommen. Und ich weiß, es kann nicht jeder immer permanent bei Facebook lesen, aber da steht es drin, es wird aufgezeichnet, ja. Also das ist nur so ein Tipp, dass diese ganzen Infos schon da sind bei Facebook, zum Beispiel in der Gruppe. Und wenn eine Frage auftaucht, dann so durchzugeben, weil, ihr wisst ja, wie gesagt, wir sind ja am Starten, offiziell am 1.10. Und so ist auch der Support aufgebaut. Ja? Das heißt, der Start sollte am 1.10. sein. Und die Dame, die Ariane, die das macht, die sollte am 1.10. anfangen. Und jetzt haben wir die Problematik, dass wir ja vor 2 Wochen, oder heute vor 2 Wochen, also nochmal ein Dank an alle, die da sind, die mit uns gestartet sind, vor 2 Wochen sind wir losgestartet mit einem riesen Erfolg. Und
Das hat uns überholt, das Ganze. Und jetzt ist uns gelungen, durch zähe Verhandlungen und Möglichkeiten, dass die Ariane seit gestern quasi im Hintergrund schon tätig ist. Und der Support ist ja seit mehreren Tagen schon tätig. Das haben ja viele mitbekommen. Jetzt kommt aber das Aber. Erstens muss man jedem die Chance geben, sich einzuarbeiten. Und zweitens, und das ist ganz wichtig zu verstehen, der Support wird gleich lahmgelegt, glaube ich, wenn diese Fragen laufend auftauchen. Das sind so viele Fragen, die immer die gleichen Fragen sind, aber die schon in der Facebook-Gruppe, in den FAQs beantwortet wurden. Und das ist jetzt, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass wir jetzt mit euch in Zukunft ganz tolle, und ich glaube, alle, die jetzt starten, und vorhin hat ja jemand die Frage gestellt mit dem süddeutschen Dialekt und klasse, ne? Jawohl, da gibt es doch Gründungspakete und jetzt kann ich noch und machen wir noch, völlig richtig, das Ganze, dass alle diese Gründungsmitglieder, dass wir einen Zoom-Call machen, wo die alle da verpflichtend drin sind und dass wir dann diese Dinge einmal schulen, einmal besprechen und dann aufbauen als System, weil das wird mörderisch, also im Positiven. Und das sollten wir auf jeden Fall tun. Ja, also diese Infos immer von unten nach oben, ganz, ganz klar. Aber wichtig ist, den Support nicht überlasten mit den immer gleichen Fragen. Das macht keinen Sinn. Ne? Das kommt dann in die FAQs rein. Wir werden ja auch ein Kundenportal haben. Da stehen alle Kundensachen FAQ-mäßig drin. Und wir haben ein Partnerportal, da stehen dann auch die Sachen drin. Das kommt alles, das wächst alles. Okay? So. Jetzt machen wir Folgendes, ich habe natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, mittlerweile sind über 60 Personen da, also das ist echt eine tolle Nummer. Das zeigt auch, dass ihr Lust habt auf das Ganze, aber das merke ich auch persönlich in den ganzen Dingen, wie wir hier kontaktiert werden, wie ich da persönlich angeschrieben werde und wie viele Leute dort auch neue Partner sich freuen, weil ich mir das ja nicht den Spaß mache, um Gottes Willen, aber auch einfach die Möglichkeit nutze, die auch anzurufen. Ne? Wenn sich da einer meldet, dann rufe ich die an und spreche mit denen. Und das zeigt einfach, dass wir auf dem absolut richtigen Wege sind. Ja, so. Viele haben auch meine Handy, die haben schon verstanden, mich kannst du anrufen und wenn ich Zeit habe, gehe ich ran und wenn ich keine Zeit habe, gehe ich halt nicht ran, rufe aber irgendwann zurück oder du schickst mir einfach eine WhatsApp und dann klappt das garantiert. So, jetzt schalte ich mal hier um auf Bildschirm 2. Ich habe das 1000 Mal schon gemacht, Zoom, und bin immer nervös, also jedes Mal. So, hier seht die erste Folie, davon gehe ich aus und deshalb die Geschichte.